Herzlich willkommen in der Kirche zu Clasten. Wenn Sie sich auf den Weg nach Clasten gemacht haben, dann sind Sie bestimmt durch den Wald gekommen, denn Clasten ist umgeben von Wald und Wiesen. Von Kleinbardau kommend, von Bad Lausick kommend, von Schönbach kommend oder auch, wenn Sie sich mit dem Fahrrad hierher auf den Weg gemacht haben. Die Clastner, die haben eine sehr schöne Tasse mal zu einem Dorffest produzieren lassen. Da steht drauf, glücklich lebt sich's hinterm Wald, denn hier gibt's noch Zusammenhalt. So ist der Wald auf der einen Seite ein Schutzraum und auf der anderen Seite ein Lebensraum und die Clastner sind seit jeher mit ihm verbunden. Landwirtschaft und Wald haben diesen Ort geprägt und auch die königlich-sächsische Jagd hat hier ihre Spuren hinterlassen. 1778 ist Hofjäger Streubel hier in dieser Kirche bestattet worden. Die Kirche ist eine mittelalterliche Kirche. Ein genaues Datum haben wir nicht, aber wir nehmen an, dass sie aus dem 12. Jahrhundert stammt. Da weisen auch die romanischen Rundbogenfenster im Turm darauf hin. Wir befinden uns auf der Südseite der Clastner Kirche. So wie der Turm heute steht, stand er nicht immer. Bis 1966 gab es einen verlängerten Turmaufbau. Und als der in die Jahre kam und baufällig wurde, stand die Entscheidung an, sanieren, zu DDR-Zeiten durchaus schwierig, oder abtragen. Man hat sich für das Abtragen entschieden und damit auch die ursprüngliche Form wiederhergestellt. Die Kirche wirkt zwar jetzt etwas kompakter, aber trotzdem einladend. Für manche Clastner war es schmerzhaft, dass der Turmaufbau weggenommen wurde. Ich denke, mit der Zeit haben sich alle daran gewöhnt. Aber in dem Siegel unserer Kirche ist nach wie vor noch eine Erinnerung daran bewahrt. Wir haben auch sehr alte Glocken. Die älteste ist von um 1300. Mit der müssen wir schonend umgehen. Die kann also nicht ständig geläutet werden. Sie ist im Schonmodus, weil sie eben schon eine alte Dame ist. Die andere Glocken, die große, ist von 1842 und die jüngste, die das Trio wieder komplett macht, ist 2008 in Lauchhammer gegossen worden. Die Kirche wurde 1766 barock umgestaltet. Die Empore, die Kanzel und auch der Altar sind barocker Bauart. Die Gloriole ganz oben auf dem Altar, die weist uns auf die Herrlichkeit Gottes hin. Und dieses Dreieck, das wir dort sehen, zeigt uns, dass Gott bei uns ist als der Dreieinige. Gott der Vater, unser Schöpfer, Gott in Jesus Christus und als Heiliger Geist immer bei uns präsent. Die Szene Jesus beim Abendmahl lädt den Betrachter ein, dabei zu sein. Es ist ein bisschen Platz gelassen, so dass auch der Abendmahlsbesucher, wenn er Brot und Wein empfängt, sozusagen mit an den Tisch des Herrn tritt und mit in die Geschichte von Jesus hineingenommen wird. Im Eingangsbereich sind mehrere Epitaphplatten in die Kirchenwand eingelassen. Es sind Gedenkplatten an Verstorbene früherer Jahrhunderte. Sie sind schon verwittert und zeigen uns damit die Vergänglichkeit alles Menschlichen an. Clasten ist ein Ort von etwa 300 Einwohnern. In unsere Kirche passen etwa 130 Personen rein. Und die Kirchgemeinde ist ein großer, aktiver Teil in diesem Dorfgeschehen, neben der Feuerwehr und dem Partnerverein. Und da gibt es viele gute Querverbindungen, für die ich sehr dankbar bin. Ein Höhepunkt im Kirchenjahr ist das Erntedankfest, gerade und besonders hier in Clasten. Kinder ziehen am Samstagmorgen mit einem Handwagen los, gehen von Haus zu Haus und sammeln Erntegaben ein. Sie drücken unseren Dank aus für all die Gaben, die wir ja das ganze Jahr über von Gott empfangen dürfen. Die Erntegaben werden hier sehr schön zusammengestellt und ja wie ein kleines Kunstwerk uns präsentiert. Nur wenige Gehminuten vom Ortskern Clasten entfernt findet sich die Partenquelle. Diese natürliche Umgebung ist für die Clastner ganz wichtig und auch ein Teil ihrer Naherholung.
Auf dem Weg nach Leipzig wird aus dem kleinen Bächlein ein kleiner Fluss. Immer wieder wird uns bewusst, wie wichtig Wasser in unserem Leben ist. Wasser als Lebensquelle. Wenn wir Menschen taufen, dann taufen wir sie in die Gegenwart Gottes hinein. Das tun wir mit Wasser. Und wir erinnern damit auch an Gottes Schöpfungsakt, der Himmel und Erde gemacht hat. Wasser und festes Land. Boden, auf dem wir stehen können, und Lebensquelle, um immer wieder neu und erfrischt ins Leben zu gehen. Heiligen Geistes. Der allmächtige Gott und Vater, er stärke dich durch seinen Heiligen Geist. Er bewahre dich in der Gemeinschaft Jesu Christi und er führe dich zum ewigen Leben. Sein Friede sei mit dir. Amen. Klassen gehört zur Kurstadt Bad Lausick. Und öfter kommen Kurgäste von Bad Lausick hier nach Klassen, suchen diesen Ort auf, entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Vielleicht wollen auch Sie einmal dazugehören in diese Gruppe derjenigen, die sich diese Kirche anschauen wollen. Denn es ist ein Kleinod, das noch entdeckt werden will.